Zumindest nehme ich das mal an. Oh, Mutter. Oh, Mutter. Lass mich in Ruhe. Du bist irgendwie gefährlicher als sein gepanzerter Kumpel. Ich weiß auch nicht. Irgendwas hat sich hier gebufft. Irgendwas hat sich gebufft. Ich wollte eigentlich ein Hörnchen haben. Weich aus! So, du bist weg. Metall? Nee. Warum ist er denn so langsam? Wow, das war knapp. Hui! Du bist gebufft. Okay. Mit, ich weiß nicht, grün interpretiere ich immer als mehr Energiebuff. Und dieses rote interpretiere ich immer als, ich habe mehr Angriffbuff. Ich weiß nicht warum. Es ist so. Nasses Fleisch. Fleisch haben wir auf jeden Fall ganz viel. Damit machen wir ganz viel Geld, wenn wir zum After zurückkehren. Und Schattenstein. Irgendwie sind Lichtsteine sehr rar. Das bereue ich gerade ein bisschen. Warte mal. Okay. Die sind beide auf. Der sieht gar nicht so nett aus. Der Kumpel. Aua. Und haut mir erstmal ordentlich auf den Sack. Moment mal. Kannst du zuhauen, bis wenn ich, hau mal zu. Weil wenn du zugehauen, gehaut hast, gehauen, machst du so lange nichts. Das ist gut. Ist er tot? Nö, natürlich nicht. Nein, hau in die richtige Richtung, Aaron. Weich aus. Gott. Oh, Combo. Heieiei. Er kann auch eine Combo. Er fliegt. Das ist nicht so gut. Zieh mal dran. Wenn er wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. So, was hast du verloren? Weißtropfen. Ich sag doch, die gibt's. Ich sag doch, es gibt hier Weißtropfen. Hau mal in einem Allheilmittel rein. Was ist jetzt hier unten? Ich muss mich jetzt umschauen. Hier unten könnte was liegen. Ja, ein Tarntrunk. Da oben ist auch eine Tür. Ich gehe da aber noch nicht hin. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Weil hier muss es ja... Ach, du bekommst sie nicht auf. Das ist ja... Huch. Heilt mich das? Ich weiß es nicht. Ich traue dem Zeug aber irgendwie nicht. Quecksilber kriegen wir ganz viel. Verdammt viel. Wow. Okay, hier ist ein Portal. Boah, dieses Leuchten überall, ne? Weißtropfen. Hier brauche ich einen Schattenstein. Augenscheinlich. Kann ich hier noch was machen vorher, bevor ich irgendwie weitergehe? Nee. Schattenstein. Hä? Ich bin immer noch hier. Der Ausgang versperrt. Was? Mein Problem an der Sache ist, wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich nicht mehr hoch. Baue ich dann Mist oder eher nicht? Oh, fuck, ey. Ich bin aber jetzt hier oben. Unten komme ich nicht weiter. Ich springe hier runter. Komm. Hier liegen tut nichts. Gehen wir mal hier rein. 100 Pro gibt's die. Oh. Wieso seid ihr hier drin und nicht im. Ah. Das war die falsche Stelle. Das ist die richtige Stelle. So, einmal die Hörnchen wegmachen. Das nervt auch nur minimal bei dem Gegner. Was ist aber da? Was ist das? Ein Schattenstein. Hey, ich hab gerade einen kaputt gemacht. Aua. Mein Gott, ey. Ihr seid überhaupt nicht nervig. Nein, nein. Alter, das war verdammt knapp, dass der mich da nicht getroffen hat. Da auch. Was ist hier los? Ich kacke jetzt darauf, dass ich den anderen treffen könnte. So,
Ist mir gerade relativ egal. Weil ich habe schon so viel Fleisch, das ist mir egal. So, ich bräuchte so eine Warmhaltebox für warmes Fleisch. Das wäre toll. Ein bisschen Zahn. Hier kann ich wieder hoch. Das ist kein Ding. Oh, warte mal. Ich habe aber keinen Lichtstein. Fuck dies. Ah. Ist da ein Lichtstein? Ich brauche einen Lichtstein. Verdammter Mist. Ah, stopp, dann falle ich da runter. Schattensteine. Boah, Schattensteine findest du hier ohne Ende. Schattensteine sind voll in der Überproduktion. Aber ich, Trottel, mach den einen Lichtstein kaputt, den ich finde. So, Moment, ich brauche einen Lichtstein, Freunde. Sonst komme ich hier nicht weiter. Wenn ich da nämlich reingehe, falle ich da runter. Das ist ein bisschen dumm. Wo bin ich denn jetzt? Hier ist ein... Nö, hier ist der Ausgang auch versperrt. Ich muss das noch lernen, die zu sehen, richtig. Die sind nur klein, wenn die wenn die aus sind. Ganz klein sind die dann nur. So, jetzt dreh dich bitte. Yay. Sie alle tot sehen. Kann ich mit der Zwielichtscherben vielleicht ein paar Elysiumscherben machen? Die brauche ich hier nämlich. Habe ich so das Gefühl. Ich finde ja auch gerade ein paar, die sich anbieten. Würde sich echt anbieten. Noch mehr Zwielichtscherben. Ja, gib mir noch mehr Zwielichtscherben. Hey, kein Ding. Und das ist auch ein versperrtes Ding. Oh, ich drehe durch in diesen Turm. Ah, oh, ist das ein Lichtstein? Holy fuck, yes. Hier noch einer? Yes. Okay, jetzt können wir zurückgehen. Und so hinten um die Stelle kümmern. Ich will noch gar nicht weitergehen. Ich brauche jetzt nur einen Kack-Lichtstein. Und ich muss gleich zurück zu Helena. Oh mein Gott. So ein Scheiß. Also an diesen Stellen wachsen Steine. Okay, gut zu wissen. Boah, was ein Mist, ey. Ich muss zurück zu Helena gleich. Hui. Ja, das ist schön am Leuchten alles. Hui. Und es heilt mich nicht. Okay, auch wenn es so klingt. So. Rein da. Ich muss den Weg zurück gleich finden. Oh mein Gott, das wird auch so aufwendig. So, ich höre da unten Gegner. Dich aktivieren wir jetzt. So, dann hätten wir dich schon mal offen. Ne? Ja. Was ich jetzt will, ist raus hier. Was passiert denn, wenn ich hier reingehe? Dann falle ich doch bestimmt nur runter. Pass auf, was ich sag. Ja, einfach nur runtergefallen. Wow. Sind ein paar Gegner. So, ich will hier runter. Kann ich irgendwie shortcutten? Alter, was machst du denn hier? Hör mal auf zu nerven. Zwei Lichtsteine, das ist sehr gut. Oh, ist das hier nur zum Lichtsteine-Farmen? Auf einmal finde ich hier 1000 Lichtsteine. Ach, cool. So. Hier ist auch einer. Lass mich doch in Ruhe. Hier ist ein Shortcut. Ich will raus, ich will zurück zu Helena. Ah, sind wir hier? Ne, Moment. Hier war ich noch nie. Hier war ich doch schon mal. Aber hier gibt es bestimmt noch einen Shortcut oder kriege ich den von unten gegriffen? Ne, den krieg ich den von unten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das der Weg nach draußen. Hoffe ich doch einfach mal. Jawohl. Schnell zurück. Bei Helena schon wieder im kritischen Bereich. Ich hoffe, die Lichtsteine bleiben uns erhalten. Nicht, dass er jetzt sagt, wenn du jetzt verlässt, verlierst du alle deine Schatten und Lichtsteine. Okay. Gut. Okay, der Turm mindfuckt mich nur ein bisschen. Da muss ich mich stark konzentrieren und ich habe Glück, Helena steht da und winkt uns schon. Hallo. Dankeschön. Was ist los? Thank you, Aaron, for risking your life in order to lift my curse. Of course. But also just for being with me at a time like this. You give me strength, Aaron.
I've never been happier than when I'm sharing moments like this with you. Thank you. Okay. Ein, in Klammern, Geschenk geben. Oh, mein Kettenhemd war kaputt. Warmes Fleisch. Voll machen. Fleisch muss essen. Ja, guck mal, die ist schon voll abhängig davon. Sie hat Angst. Entweder hat sie Angst oder sie hatte schon eine gewisse Abhängigkeit entwickelt. Ich hoffe nicht. Ich meine, abhängig ist sie davon sowieso. Oh, da oben liegt was Rotes. Ein Tagebucheintrag oder so. Eine Stimme, Glockengeläut, das Rasseln der Kette, Geräusche eines Körpers, der in Stücke gerissen wird. Es tat so weh. Traumklänge. Ah. Der Henner dreht nicht durch. Gut, wir gehen jetzt zum Mafda. Ja, Fleisch habe ich, kannst du alles haben. Und den Lesestoff auch, den ich gefunden habe. Oh, Alter, ich habe so viel Geld jetzt. Stopp! Nichts kaufen. Reparieren, weil das Kettenhemd reparieren wird nicht so billig sein. Wie teuer ist das? 300 auf Erkrieg geht. So. Kann ich jetzt Elysium-Scherben herstellen? Waren das? Hießen die Elysium? Illusions-Scherben. Okay, man braucht da ein stygischer Stein. Ein Strahlstein. Was macht denn der? Seine mächtige Lichtenergie wird freigesetzt, wenn er bricht. Was macht das denn? Ich will das wissen. Das möchte ich jetzt wissen, was das macht. Das möchte ich jetzt wissen. Also, nicht jetzt, das nächste Mal. Ewiges Eis. Alter, was ich jetzt machen kann. Zwielichtscherbe. Weißtropfen, Schwarztropfen. Alter, jetzt geht's hier aber ab. Weißgoldringe, Faltermedaillon. Da brauche ich ein Feuererz. Kann ich Feuererz machen? So ein Feuererz wäre doch mal was. Kann ich Feuererz bei dir kaufen? Könnerring. Schneller Stufenaufstieg. Boah, was man jetzt erst bauen kann. Okay. Kaufen. Ambrosia, Stein der Weisen. Noch einer? Ach komm. Können wir noch einen tragen? Ich weiß es nicht, aber der ist so teuer. Ich könnte mal ein ordentliches Geschenk kaufen. Ledergurt. Ist das der Gurt, den ich immer kaufe? Ich weiß es gerade nicht. Wo sie mir dann immer sagt, nö. Ich kann kein Feuererz bei dir kaufen. Das macht mich traurig. Was kaufen wir denn? Habe ich ein Schimmertuch schon mal gekauft? Na komm. So, dann kaufe ich noch das Heilmittel. Und dann kaufe ich nichts mehr. Dann verkaufe ich noch die Silberschitte hier, die ich gefunden habe. Schütte. So. 6 Zwielichtscherben. What the fuck? Also selten waren die jetzt nicht. Und gilt in den Türmen die Tag-Nacht-Zyklen? Gelten die da? Gelten die da? Ist alles noch fraglich, was da so abgeht. Ich kann Medizin herstellen, das ist sehr gut. 2. Okay. Dann können wir noch was machen? Explodiert bei Erschütterung, ja. Habe ich nicht noch ein kaputtes Feuererz in der Kiste, was ich nie repariert habe? Ich muss mal gucken, bevor ich jetzt mein ganzes Geld wieder auf den Kopf hau. Ich muss eh Sachen in die Kiste legen. Oder werden die automatisch in der... Ja, wenn es kaputt ist, wird es, glaube ich, nicht automatisch angezeigt, ne? Stopp, Sprengerz nehme ich mit. Die ganzen Tränke auch. Bomben. Die Steine nehme ich mal mit. Du, der kann weg. Das kann weg. Das kann sowieso weg. Das ist total wertvoll, was wir da alles finden. 6 Zwielichtscherben können weg. Ein Weißtropfen kann weg. Das Schimmertuch kriegt sie gleich als Geschenk. So. Dann gucken wir mal, ob wir da noch ein kaputtes Feuererz drin haben. Da ist noch ein kaputtes, sag ich doch. Das reparieren wir jetzt erstmal.
Und machen dann, das Ding, was ich bauen wollte. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich damit bauen wollte. Ich weiß nur, dass ich Feuererz dafür brauchte. Genau, das Faltermedaillon wollte ich damit machen. So, dankeschön. So, dann haben wir noch zwei fette Geschenke für Helena. Und damit beenden wir dann auch den Part, wenn wir sie beschenkt haben. Ja, ja. Ja, ja, ja. So. Wir schlafen jetzt, bis sie aufwacht. Müssen uns dann, glaube ich, auch nicht mehr heilen. Oder? Ah, so ein bisschen, naja. Okay. Oh, Aaron, komm hier für eine Minute. Komm on, es wird nicht lange. Hier. You're always giving me presents. So here's one for you. Oh, thank you. Thank you, Aaron. Thank you for everything. I hope you find it useful, Aaron. Was ist das? It's a secret, Aaron. Open it later. Don't embarrass me. I spent a lot of time on it. So take care of it, won't you? Helenas Amulett. Okay, wir geben dir jetzt auch mal ein paar Geschenke. Und zwar fangen wir mit dem Schimmertuch an. How adorable. A cat eye pattern. I wonder what I can make out of this. Perhaps a bed cover or a tablecloth. Which would you prefer? Schade, dass sie sich daraus keine Kleider macht. Ich habe nämlich mal gesehen, dass sie auch mal irgendwo ein anderes Kleid anhatte. Aber ich habe die falschen Stoffe gekauft, glaube ich. Naja, mach daraus einfach eine Bettdecke. So. Und dann kriegst du jetzt noch, dies. Oh my. What a beautiful charm. There's so much detail. Can I try it on, Aaron? This charm. It feels like it warms my heart when I wear it. Thank you, Aaron. It's lovely. Yay! Gut. Mehr nächtlicher Lärm? Aaron, I know what's making that noise during the night. I found a big scratch in the bed frame when I was cleaning. Something had been nibbling at it. What do you think it was? The mouse? That's right. What a relief. It was still quite a shock when I found it, though. Jetzt mal ehrlich. Okay, sie gibt uns zu danken. Oh, Kraftstein. Jetzt mal ehrlich. Wie groß soll diese Maus sein? Wie groß ist der Kratzer im Bett? Helena? Ja, was zur Hölle? Von Helena zu Aarons Schutz angefertigt. Plus 10%. What the fuck? Helena, wohin damit? Ich hab da keinen Platz für. Scheiße. Dann wird die Kette schwach. Aber pass auf. Der Stein der Weisen kommt wieder rein. So. Das ist ein bisschen doof jetzt. Naja. Egal, ich will das tragen. Awesome. So. Packen wir das Zeug erstmal in die Kiste. Was ich jetzt über habe. Zum Beispiel die Kraftsteine und das, was war's noch? Das Stahlgewicht. Holy moly. Okay, damit verabschiede ich mich dann wohl mal aus diesem Part. Aus diesem doch sehr mindfuckenden Part. Zeigt mir oder lasst mich spüren, ob euch die Videos gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part von Pandora's Tower wieder, wenn wir uns diesen krassen Rätsel des morgengrauen Turms und des abendgrauen Turms stellen. Ich hoffe, das wird was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.